Hallo zusammen, schön Gruß aus Recklinghausen. Ich bin hier bei Sprenger, Anwälte für Ideen. Gegenüber von mir sitzt der Dominik Sprenger. Hallo Dominik. Hallo. Und zwar geht es heute um Fragen rund um Fotografie, um Rechte für Fotografen. Das ist Teil der Serie zum Thema Existenzgründung für Fotografen. Ich verlinke auf die Playlist mit den ganzen anderen Videos. Der Dominik hat sich bereitgestellt, uns ein paar Fragen zu beantworten, die ich im Vorfeld auch auf Facebook abgefragt habe. Ich fange mal an mit der Haftung als Fotograf. Dominik, Haftung als Fotograf. Ich bin Einzelperson, ich hafte mit meinem gesamten Vermögen und habe immer Angst, dass ich irgendwie verklagt werde. Wenn ich auf der Straße jemanden fotografiere, ich habe keine Erlaubnis und ich veröffentliche das Foto. Was kann mir schlimmstenfalls passieren? Wenn das in einem sehr weit verbreiteten Medium dann veröffentlicht würde, wenn es im Internet veröffentlicht würde, womöglich aber über eine größere, bekanntere Zeitschrift beispielsweise, die eben sehr hohe Reichweite hat, dann könnte das schon ein echter GAU werden, der bedeutet, einen sehr, sehr hohen Schaden eben angerichtet zu haben, wenn es nämlich tatsächlich demjenigen gelingen würde, mit einer einstweiligen Verfügung dieses Medium zu stoppen, in seiner Veröffentlichung zu stoppen, da könnten natürlich das schon sehr drastische Auswirkungen haben. Das ist aber jetzt schon ein sehr extremer Fall, denn in der Regel wird es eben dann je nachdem vom Fall abhängen, ob diese Einzelperson überhaupt in einer Menge so weit ausgemacht werden kann. Da gibt es dann schon irgendwo Grenzen, ob das dann eben überhaupt noch von der einzelnen Person so verlangt werden kann, dass dann alles gestoppt wird, die nicht veröffentlicht wird, ob man vielleicht noch so ein irgendwie geartetes Reparaturszenario hinbekommt, dass man etwas vielleicht verpixelt. Da ist natürlich dann möglicherweise hier und da noch was zu machen. Also wie gesagt, das ist schon der Worst Case. Aber der Fotograf steht immer in dieser schwierigen Situation, dass er im Zweifel derjenige ist, auf den alle dann zurückgreifen, weil das die Quelle, ne? Von dem Fotograf kommt das Foto und der wird dann am Ende gefragt, ob denn tatsächlich die Einwilligung da ist, wenn es denn auf einmal dann dazu Streit gibt. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, das in der Schnelligkeit, in der man manchmal redaktionell eben reagieren und berichten möchte, ne, um da in irgendeiner Form eine Sicherheit zu schaffen. Das ist in der Tat nicht einfach. Okay, und wenn ich das nur auf mein privates Facebook-Profil packe, zum einen merkt er das wahrscheinlich nicht, aber angenommen, er würde es merken, dann kann er mich auffordern, das runterzunehmen, aber dann kann er wahrscheinlich kein Geld verlangen oder könnte er auch? Auch da sind theoretisch Diskussionen über Schadensersatz denkbar. Das ist aber eine andere Dimension, als wenn es natürlich in so einem öffentlichen Medium ist, ne? Aber es kommt eben auch ganz darauf an, welche Person wir da fotografiert haben. Wenn es beispielsweise eine sogenannte Person des öffentlichen Lebens ist, da gibt es tatsächlich gerechtfertigte Momente, wo dann so eine Person sich das auch gefallen lassen muss. Der eine oder andere wird vielleicht noch die Diskussion um bestimmte Prominente kennen, die in so Boulevardblättern eben gezeigt wurden. Und da gab es ja einige auch höchstrichterliche Entscheidungen über den Verlauf der Grenzen zwischen dem, was sich dann eine öffentlich bekannte Person noch gefallen lassen muss, im öffentlichen Interesse auch über die berichtet werden soll oder können soll, oder wo sie dann irgendwo auch da eine Privatsphäre anfängt. Ne? Das geht dann schon sehr ins Detail, aber da sollte ein Fotograf sich ein ganz bisschen Grundlage verschaffen. Das ist kein Hexenwerk, man kann sich da schon einstudieren, aber gibt da so ein paar Grenzen, die sollte man dann kennen. Okay, habe ich verstanden. Okay, Dominik, dann greife ich das kurz noch auf. Markenschutz, wenn wir schon über Publikationen reden, wenn man eine Zeitschrift rausbringt, mehr so Filmzeitschrift oder im kleinen Rahmen als Fotograf, verkauft man die Zeitschrift so ein bisschen lokal vielleicht. Wie ist das mit dem Markennamen? Muss ich den Markennamen für so eine Zeitschrift schützen lassen und muss ich das national oder gleich international machen? Bei dem Markenschutz sind wir bei einem der Themen, die von Existenzgründern auch mit am meisten unterschätzt werden, in der Tat. Das wird dann so mal eben so, ich habe mal ein bisschen gegoogelt und den Namen, den gab es ja irgendwie noch nicht, so hatte man dann gedacht und dann legt man da los und hat dann eben schon richtig Ware produziert, hat Printprodukte schon, die irgendwo in den Regalen liegen, ne? So eine Druckrechnung, wer die mal bezahlt hat, der weiß, was für Summen da ganz schnell zusammenkommen. Und dann kommt jemand her und beansprucht den Namen, aber für sich, weil er angeblich schon viel älter und schon länger geschützt damit im Markt ist. Dann kommt es eben zu Problemen, die teilweise so nicht vorausgesehen werden. Es ist so, dass bei allen Dingen, die so einen medialen Charakter haben, wie so ein Magazin, durchaus schon Rechte entstehen können durch die bloße Benutzung, bevor man also etwas beim Markenamt einträgt.
Diese Eintragung ist in der Regel noch ein soliderer Schutz, aber was oft nicht bedacht wird, ist, dass man eben noch ein bisschen intensiver prüfen sollte, ob wirklich nicht einer mit älteren Rechten, die vielleicht auch einen Zeitschriftentitel, der nur so ähnlich klingt, ob der nicht eventuell ein Problem darstellen könnte. Das sollte schon ein Fachmann eingeschätzt haben. Und viele wissen auch nicht, dass bei einer Markeneintragung gar keine Prüfung stattfindet, ob es schon ältere Rechte gibt. Das gibt Länder, die das machen. Die gucken aber meistens auch nur nach älteren Registrierungen, also in deren amtlichen Register, also auch nicht, was im Markt unterwegs ist. In Deutschland ist das zum Beispiel nicht so. Es hat auch durchaus nachvollziehbare Gründe. Die Philosophie hier ist eben die, dass man sagt, da sollen die Marktteilnehmer sich untereinander einig werden, ob Namen ähnlich sind oder nicht. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel nicht solche Fälle geschehen, wie ich sie öfter schon mal im Ausland hatte, dass ein Prüfer dann eine Marke ablehnt, weil er eine ältere, ähnliche, angeblich ähnliche Marke gefunden hat, aber die Firma existiert schon gar nicht mehr und die haben vergessen, die Marke dann zu liquidieren, zu löschen. Und da mussten wir also tatsächlich auch schon mal ein paar der Trunksucht verfallene Ex-Unternehmer aus einer Kneipe ziehen lassen. Von unserem Korrespondenzanwalt, der das dann da dort vor Ort gemacht hat für uns. Und dann von denen die Unterschriften holen, dass die keine Bedenken gegen diese Marke haben. Ne? Und da habe ich auch gesagt, Mensch, das ist dann doch besser, dass sie in Deutschland sich darum nicht kümmern. Da muss man eben, aber man muss dann selber recherchieren. Ne? So, das ist aber auch alles zu machen. Das kostet auch alles keine Riesensummen. Also um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, also so ein Erfahrungswert ist in Deutschland so eine Prüfung inklusive einer Eintragung mit den ganzen Auslagen, die dazugehören, kostet in der Regel eigentlich nicht mehr als 1.500 bis maximal 2.000 Euro, je nachdem, wie intensiv man da prüfen möchte und was man da an Schutz dann eintragen möchte. Ist das dann nur für Deutschland oder gleich EU? Oder? Das ist für Deutschland, aber um Deutschland zu prüfen, muss man natürlich EU-Marken schon mitprüfen. Und es gibt auch noch ein anderes Register, das in, sogenannte internationale Registrierungen, die aus dem Ausland nach Deutschland erstreckt sein könnten, nach einem internationalen Abkommen. Und diesen Bestand prüfen wir auch mit, sodass wir schon so eine ganz gewisse Streuung ins Ausland haben, was da vielleicht für Probleme entstehen können. Was wir dann nicht machen, ist, dass wir eben nicht jetzt nebenan in Frankreich oder in Spanien oder in anderen europäischen Ländern vor Ort national nochmal prüfen. Das kann man auch alles machen. Da reden wir dann aber nochmal von ein bisschen anderen Kosten. Aufträge. Ich will ja Geld verdienen als Fotograf. Ich komme zu euch in die Anwaltskanzlei, weil ihr Fotos braucht für eure Homepage, sowohl Porträts als auch so Team bei der Arbeit, so diese Fotos, die man im Büro halt so macht. Jetzt hast du als Filmer, unabhängig davon, dass du Anwalt bist, ja vor allem einen Anspruch daran, dass du die Bilder verwenden darfst. Also eigentlich müsstest du mir ja einen Vertrag geben, aber ich bin der Fotograf, wenn ich die Bilder gar nicht verwenden will. Oder umgekehrt, wenn ich die Bilder auch verwenden will als Referenz, dann müsste ich einen Vertrag mit dir machen. Ne? Ja, also man muss sich das so vorstellen, wenn es um Rechte geht, gibt es keinen gutgläubigen Erwerb. Das ist immer das Kitzlige daran. Also bei einem Auto wäre es zum Beispiel so, wenn man ein Auto kauft von jemandem gebraucht, der noch nicht alle Raten bei der Bank bezahlt hat und die Bank hat aus Versehen den Brief ausgehändigt. Solche Fälle soll es schon mal gegeben haben. Ne? Dann werden die sich natürlich ärgern, wenn er den Wagen verkauft hat und die haben noch Geld zu kriegen. Ich weiß davon nichts und ich bin raus. Also mir würde das Auto schon gehören. Ne? Das ist anders, wenn es darum zum Beispiel an die Rechte an Fotos geht. Ja, da könnte ich theoretisch, also könnte es den Fall geben, ich bezahle dafür, denke ich wäre safe. Aber wenn nicht eine lückenlose Kette bis zu dem Model und bis zu allen, die Rechte dran haben, hergestellt werden kann, im Streitfall, dass die alle Ja gesagt haben, das darf verwendet werden, dann könnte es schon zu einem Problem kommen. Ja? Das ist eine Besonderheit eben, wenn es um Fotografien oder andere Kreativleistungen geht. Dieser gutgläubige Erwerb, wie man den so aus dem Kauf von physischen Dingen gewohnt ist, den gibt es bei Rechten eben nicht. Und deswegen müsste schon eine lückenlose Kette von Einwilligungen bis zu der letzten, also der Stelle, wo sie dann verwendet werden, müsste immer herstellbar sein. Eine andere Frage ist, in welchem Tiefgang das, also in welcher Ausführlichkeit das dann zu machen ist. Und da bin ich der Meinung, das Wichtigste ist, dass die wirtschaftlichen Eckdaten auf jeden Fall da stehen. Das hat wer da für wen wie Fotos gemacht, welche Fotos sind das? Und wofür dürfen die verwendet werden? Dazu sollte was gesagt werden. Oder wenn es eben ein sogenannter Buyout ist, dass dann halt mit einer Pauschalsumme
allumfassende Rechte als abgetreten gelten sollen, dann sollte auch das festgehalten werden. Und wenn das eine einigermaßen angemessene Summe ist, ist das dann auch recht belastbar. Wobei man sagen muss, Urheberrechte sind eine Sache, die man eben nicht wie ein Auto komplett verkaufen kann, sondern man kann immer nur Nutzungsrechte einräumen. Das geht aber dann schon recht umfassend, und wenn das schriftlich nachvollziehbar ist, wenn es beweisbar ist, also es gibt ja sogar Fälle, wo vielleicht keine schriftlichen Vereinbarungen gemacht wurden. Ne? Das Leben ist manchmal so per Facebook oder per E-Mail so kurz. Aber es gibt vielleicht doch eine Korrespondenz darüber, es gibt Zeugen, es ist auch Geld geflossen, und da muss ja wenigstens für das Geld muss ja irgendeine Rechnung oder ein Beleg ja dann vorliegen. Ja, spätestens da sollte wenigstens ein Sätzchen oder so eine Zeile drinstehen, dass die Rechte, also die sich darauf beziehen, dass die Rechte abgetreten wurden. Irgend sowas muss es ja in der Form gegeben haben. Und das ist dann schon ganz schön viel wert. Dann ist man schon erheblich besser dran, als dann doch in manchen Fällen, wo wir dann da stehen und auf einmal so, weil es ein paar Jahre her ist und jetzt auf einmal soll ein Foto in einer neuen Kampagne verwendet werden. Da fragen sich dann auf einmal alle, ja, wie war das denn jetzt nochmal mit den Rechten? Ne? Also ist so ein bisschen halt eine Fleißarbeit, dass man auch über Jahre hinweg als Fotograf natürlich ein ordentliches Wissensmanagement macht, dass man eine ordentliche Pflege seiner Inhalte dann auch macht. Also ich fasse zusammen, du rätst mir also dazu, dass ich einen Vertrag immer machen sollte, wo klar geregelt ist, welche Nutzungsrechte habe ich denn da vergeben? Ja, ich rede also noch nicht davon, eben, dass man seitenweise Textbausteine da verwenden sollte. Das ist die nächste Frage, ab wann das Sinn macht, sich sowas erstellen zu lassen. Ich würde davon abraten, das selber zusammenzuschustern, denn da zeigt die Erfahrung, dass das manchmal dann nach hinten losgeht im wahrsten Sinne, dass man sich dann irgendwelche Textbausteine nimmt, die dann eigentlich zu der Situation gar nicht passen und einen schlechter dastehen lassen, als es nach einem allgemeinen Gesetzesstand gewesen wäre. Und dann ganz nebenbei, vielleicht noch, wenn das irgendwo öffentlich dann in der Webseite publiziert wurde, kriegt man womöglich sogar noch eine Abmahnung, weil das eine Urheberrechtsverletzung ist, denn auch allgemeine Geschäftsbedingungen, Verträge können auch Urheberschutz genießen, nicht nur Fotos. Also dann würde ich lieber sagen, es gibt allgemeine Regelungen, man ist nicht im rechtsfreien Raum, sondern es ist in erster Linie mal nur wichtig, dass man die wirtschaftliche Verabredung festhält, dass man die irgendwie noch nach Jahren nachvollziehen kann. Wenn man die Fotos, wenn man den Ordner aufmacht, dass man sehr schnell mit 2-3 Klicks oder einer Schublade eben sofort gucken kann, ah ja, hier habe ich die Belege, das sind meine Fotos, das kann ich im Streitfall auch alles entsprechend darstellen. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber so in der Hektik des Alltagsgeschäfts, ja, ist alles so eine gewisse Frage, dass man sich einmal eine Routine dafür schafft. Ein bisschen ähnlicher Fall ist, was ich hin und wieder habe und als Fotograf natürlich auch möchte, ich möchte, dass meine Bilder publiziert werden in Zeitschriften, Büchern und so weiter. Ich kriege dann standardmäßig von dem Verlag so einen Standardvertrag, wo drin steht, ich übertrage halt die Nutzungsrechte für dann eben rund um das Buch. Das ist so üblich. Wenn ich selbst das aber umgekehrt mache, dass ich was publiziere, sollte ich das von meinen Fotografen entsprechend auch immer einfordern? Ne? Ich würde es machen. Also, denn wenn man eben dann noch elektronisch publiziert, da ist dann immer ein gewisser Umfang und da können dann natürlich gewisse Nachforderungen kommen, wenn man da nicht einwandfrei nachweisen kann, dass mit den möglicherweise mal gezahlten Honoraren das alles abgegolten war. Das hat schon eine gewisse Relevanz, also das hat schon eine wirtschaftliche Bedeutung, die finde ich Grund genug, sich die paar Minuten Zeit zu nehmen, das eben irgendwie zu regeln. Sei es auch in einer ganz schlanken Form, aber Hauptsache man hat was in der Hand. So eine informelle E-Mail reicht dann nur bedingt, oder? Ist immerhin besser als nichts. Also ich muss sagen, seit fast 20 Jahren bin ich jetzt in dem Geschäft tätig, habe also in verschiedenster Form mit geistigem Eigentum zu tun, unter anderem eben auch mit Fotografenrechten. Und ich habe doch häufig Situationen erlebt, also wo wir dann halt irgendwo zu Hilfe gerufen wurden, weil das dann schon noch nicht mal mehr so eine Mail gab, sondern weil einfach unheimlich viel im Alltag, das wissen wir auch alle, auf Zuruf gemacht wird. Und das meine ich, dass man muss dann eben so Routinen sich einrichten, dass man fast reflexhaft in irgendeiner Form wenigstens sich eine kurze Moment Zeit nimmt, dass man eine kurze Mail schreibt und eben zusammenfasst, was man da besprochen hat. Das ist in irgendeiner Form, meistens wird ja auch darauf geantwortet, dann kann man ja dann auch darlegen, dass sie auch angekommen ist, die E-Mail. Ne?
Das ist schon viel wert, denn noch nicht mal das haben wir in manchen Fällen. Noch besser ist natürlich, wenn man bei Zeiten sich mal so ein paar kleine Grundregeln, also so allgemeine Geschäftsbedingungen vielleicht schon schafft. Und zwar immer für den Einkauf und den Verkauf. Man hat, fast jeder wirtschaftlich tätige Mensch hat ja immer irgendwo was, was er einkauft und dann veredelt und weiter mit einer Dienstleistung verkauft. Und das muss man eben aufeinander abstimmen, dass man immer mindestens so viele Rechte einkauft, wie man verkauft. Das ist einer der Grundfehler, die eben gemacht werden. Ja, Leute verkaufen mehr Rechte, als sie eigentlich haben und sind sich manchmal gar nicht darüber bewusst. Also dafür lohnt es sich tatsächlich auch dann mal, den Aufwand zu treiben, solche allgemeinen Geschäftsbedingungen, so Standard, so Musterverträge für sich dann entwerfen zu lassen. Die können aber auch, wie gesagt, also wir sind da immer sehr dafür, dies sehr komprimiert zu halten, auf die Dinge zu beschränken, die von dem konkreten Fotografen oder seinem Studio typischerweise gemacht werden. Und dann da entsprechend darauf zu achten, dass eben immer diese Einkaufsseite an Rechten mit dem abgestimmt werden, was man üblicherweise auch an die Kunden weitergibt. Das Bewusstsein dafür erstmal zu haben, da ist man schon ganz weit vorne. Okay, danke Dominik. Dann Impressum noch so eine Sache. Ich muss ja in Deutschland muss ich ein Impressum haben, wenn ich eine Homepage habe. Da gibt es gewisse Vorgaben, die da drauf sein müssen. Wie ist das bei den anderen Sachen, Facebook, YouTube, Instagram und so weiter? Da gilt das genauso. Das ist im Grunde auch eine Homepage, wo ich Impressum haben muss oder sollte? Streng genommen schon. Also die rechtliche Definition, was als Anbieter im Netz gesehen wird, das ist eben die Voraussetzung. Das wird in der Regel schon recht weit ausgelegt und da ist man sehr schnell in einem Bereich, wo man den als Dienstanbieter gesehen wird und da auch dann eigentlich schon korrekte Angaben machen müsste. Und was ich manchmal so bei durchaus kommerziell oder sag mal, wirtschaftlich tätige Facebook oder Social Media Profile so finde, und wenn man da so auf Info klickt, das ist dann oft dann schon ein bisschen wenig, was da steht. Und es gibt natürlich immer welche, die dann gerne solche Sachen aufgreifen, um dann da schöne Abmahnungen verschicken zu lassen, und das fördert auch nicht immer das Image unseres Berufsstandes, weil das natürlich manche schwarzen Schafe gibt, die das auch systematisch dann machen. Andererseits ist es aber auch schon, frage ich mich manchmal, was so schwer daran ist, sich eben ein paar wenigstens wichtigste Informationen, die vorgeschrieben sind, kurz die Mühe zu machen, die da zu veröffentlichen. Denn wenn man tatsächlich dann auch professionell tätig sein möchte, finde ich es ja auch nur fair, dass die Leute auch gucken, im Netz gucken können, mit wem sich denn da eigentlich zu tun haben. Auch wenn da irgendwelche Dinge veröffentlicht wird, wenn sich kritisch über irgendwas geäußert wird oder über irgendwen, dann finde ich es schon diskussionswürdig, ob das überhaupt in Ordnung ist, das aus so einer Anonymität heraus zu tun. Also, das waren unsere Fragen. Dominik, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. Ich verlinke auf die Anwaltskanzlei, da sollst du mal vorbeischauen für weitere Informationen. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Selbstständigkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das waren unsere Fragen. Dominik, vielen Dank für deine Zeit und nochmal. Ich hab's so mitgelesen. Warte mal, bis du mit Kamera kämpfst. Hinterher auch so wie bei diesem Spielfilm? Ja, manchmal mache ich das. Wenn sie lustig genug sind, ich mich doof genug anstelle. So, das waren unsere Fragen. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich und nützlich. Ruhe da hinten. Du machst mich ganz nervös, weil ich da zu dir hingucke. Kannst du mal rausgehen?